Herzlich willkommen bei Wurzelheimat mit meinen Kollegen Otto Altmann, Manfred Johann Lorenz und mit wunderbaren Gästen zum heutigen Thema Urnatur und Ahnenwissen. Benedikt Michale, Evelyn Rosenfeld und zugeschaltet per Zoom Lars Köhne. Hallihallo, grüße euch. Hallo, guten Abend. Evelyn, wir hatten uns vor kurzem einmal getroffen bei dir oben und hatte zwei Anläufe gebraucht durch dieses Städtchen, diesen kleinen Ort am Rande einer kleinen schmalen Straße hinter dem Ortsschild raufzufahren zu diesem Berg Adeti, wo du oben wohnst. So groß ist der Berg auch nicht, aber doch, ja. Und da hast du mich eingeladen, einmal zu sehen, was du da machst. Denn deine Geschichte, die wurde mir zugetragen, zufällig. Und haben wir gedacht, geliefert, genau. Und dann haben wir gedacht, wie kommt eine Karrierefrau, eine, glaube ich, Chemie, wenn man nicht alles täuscht, studiert hat, die für Großkonzerne Mega-Deals abgeschlossen hat und wirklich gut, sage ich jetzt mal, unterwegs war, plötzlich dazu sagt, okay, ich steige jetzt in den Flieger und fliege in den Dschungel und da bleibe ich für Zeit. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Also, was du gerade, die Szene, die du gerade beschreibst, liegt 20 Jahre zurück, fast, ja, 20 Jahre. Und wie kann das sein? Das kann so sein, dass ein kleines Mädchen fasziniert ist vom Leben und von den Zusammenhängen und insbesondere von der Lebenskraft und sich auf die Suche macht und zunächst einmal beigebracht bekommt, dass man über die Lebenskraft und über die Zusammenhänge am ehesten was an der Universität bei den Naturwissenschaften lernt. Und ich habe da auch viel gelernt, aber ich habe nichts über die Lebenskraft gelernt. Und dann dachte ich mir, ja, die Menschen bedienen sich ja einer ganzen Menge von Instrumenten und greifen ein und gestalten und schaffen und machen. Gehe ich mal dahin, wo sie das am stärksten und am meisten machen und schau mir an, was dort geschieht. Und dann war ich in dieser Businesswelt, so ein bisschen zwischen Wirtschaft und Politik. Und da war eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, die Verfasstheit der Menschen, die so viel Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Händen haben. Und die Rolle von Angst und allem, was so aus der Angst geboren wird beim Menschen und all die Folgen, die sich daraus ergeben für diese Menschen, für die Menschen, die mit ihnen arbeiten, aber eben letztlich für die ganze Gemeinschaft. Und das hat mich sehr getroffen und verwirrt, also sowohl, was ich in den Naturwissenschaften gefunden habe an Tunnelblick, als auch, was ich dann in den großen Gestaltungsräumen unserer Gemeinschaft gefunden habe, dass ich auf keinen Fall dazugehören wollte oder das verstärken wollte, aber sogar mich gefragt habe, was muss geschehen, damit sich das verändert. Und mit der Frage bin ich durch ganz viele Zufälle, die ich jetzt hier gar nicht groß ausführen will, im Dschungel gelandet und war dort sehr lange Zeit allein, also für mich, und habe dort sehr tiefe Erfahrungen gemacht und viel über mich selbst zunächst mal und die menschliche Natur erfahren und dann aber eben auch über das Netz, über diese Lebenskraft
in der wir uns alle befinden. Evelyn, du erzählst es, sag mal so, ja, sag ich mal, als wenn man sich einen kleinen Urlaub auf Mallorca bucht. Aber das war mit Sicherheit kein Urlaub auf Mallorca mit 4 Sterne und einer Vollbewirtung, sondern du hast mir erzählt, du stehst in dem Flieger und wusstest gar nicht ungefähr, wo du aussteigst. Hast dir irgendjemanden gesucht, der, keine Ahnung, die mit dem Boot irgendwo hinfährt. Und da bist du irgendwo und hast gesagt, okay, da bleibst du jetzt stehen, da steige ich jetzt aus. Der hat gar nicht gewusst, was will ich da mit dem Dschungel hier aussteigen, ganz alleine. Ne? Also das ist schon etwas, wo man sagt, okay, zuerst managt man alles taktgenau in einem großen, ja, Megakonzern, wenn man schon fast sagen darf. Und dann sagt man, okay, jetzt brauche ich genau das Gegenteil. Diese Arbeit in diesem, was du gerade erzählt hast, in diesem, ja, Wirtschaftstreiben, das wir machen, größer, schneller, höher, weiter. Sag, okay, jetzt haben wir diese Zeit lang angesehen, jetzt muss ich stoppen. Jetzt muss ich meine Gedanken sortieren, jetzt muss ich meine Gefühle sortieren. Ich war auf der Reise als kleines Mädchen herauszufinden, was ist denn dieses Leben, und dann stellst du plötzlich fest, also hier finde ich es nicht. Mhm. So, und jetzt steigst du da das im Dschungel aus, was war der erste Gedanke? Ich bin jetzt mitten im Grünen, was ich, die Vögel pfeifen, oder was war denn der erste Eindruck? Also es war jetzt nicht ganz so, wie du es beschreibst. Ja. Noch schlimmer, okay? aber also wie gesagt, das war alles nicht geplant. Ich hatte auch nicht vor, mich zu sortieren, sondern ich habe einfach eindeutig vernommen, hier nicht weiter. Und das habe ich vollzogen, ohne zu wissen, was dann kommt. Und dass ich dort auf dieser kleinen Insel im Golf von Siam gelandet bin, war ebenfalls nicht geplant, sondern das hat sich ergeben durch Entscheidungen, die ich nicht mitgestaltet habe, nicht bewusst. aber dann eben schon. Also in dem Moment, als ich auf dieser Insel ankam, ist etwas passiert tatsächlich. Das war wie ein Starkstromschlag eigentlich. Okay. Und sehr eindeutig, dass ich jetzt mal bis auf Weiteres hier bleibe. Und so hat sich das dann halt auch ergeben. Ja, du warst ja nicht nur 3 Tage dort oder 3 Monate, sondern es war ja eine lange Zeit, oder? Genau, also das allererste Mal war ich die gebuchten, also die Thailand gebuchten 2 Wochen da und habe dann pflichtbewusst meine Rückreise angetreten und binnen 6 Wochen, glaube ich, mein gesamtes bürgerliches Leben aufgehoben. Zum Teil gegen großen Widerstand, und dann bin ich nochmal los und dann auch tatsächlich, glaube ich, beim ersten Mal 5 Monate geblieben. Ja. Mhm. Ja, da habe ich noch eine Frage zu dem ersten Stromschlag. wie kann ich das vorstellen? Sind da Gedanken oder Klarheiten durch? Ja. Oder? Also es ist bei mir, also das ist jetzt nicht das einzige Mal gewesen. Das ist zum einen körperlich, also Starkstrom, und bei mir geht es häufig über die Füße. Und dann gibt es eine sehr klare Ansage. Die Ansage lautet, Leben ändern oder? Nein, das ist der Platz bis auf Weiteres. Mhm. War das in diesem Fall und witzigerweise auch bei Aditi. Ja. Mhm. Hier muss ich sein. Klar, Widerstand regt sich dann der Familie, Freundes, Bekanntenkreis, wenn du zurückkommst, sagst so, Konten auflösen, alles auflösen, verkaufen etc. Ich gehe da wieder runter, ich bleibe jetzt da länger im Dschungel, ich weiß gar nicht, wann ich wieder zurückkomme. Ja, da schaut uns eins natürlich, oder ein Normalbürger, der, sag ich jetzt mal, brav hier in die Arbeit geht und sagt, okay, wir bringen alle hier, keine Ahnung, was macht die Evelyn? Die geht jetzt in den Dschungel, okay, weißt du, was mit ihr los ist etc. Nein, die hat auch mit mir noch nicht richtig drüber gesprochen. Da war ja ein bisschen ein Tumult, aber das hat dich scheinbar gar nicht interessiert. Oder gesagt, okay, ihr könnt jetzt reden, was ihr wollt, ich weiß, ich muss dahin. Also ich glaube, dass in der Fassung der Haustür meines Vaters immer noch ein Riss ist. Okay. Das war das Schwierigste. Und meine Frau, also ja, und meine Arbeitgeber waren sehr skeptisch. Mir ist unterstellt worden, ich würde da irgendwie zur Konkurrenz und irgendwelche Geschichten erzählen. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich nicht interessiert hat. Ich habe mich um alles so weit gekümmert, soweit ich das konnte. Aber wenn ich was entscheide, entscheide ich das halt. Ja, Evelyn, wir haben ja die Sendung Urnatur und Ahnenwissen, und
da ist ja irgendwie dieses Urwissen oder Ahnenwissen, Naturwissen, da gehört ja natürlich auch die Natur dazu, dieser Stromschlag. Was hat denn dieser längere Aufenthalt dann mit dir da drin in diesem Dschungel gemacht? Hat dir die Sinne geschärft? Bist du wieder hier anders auf diese Natur, auf diese Umgebung eingegangen? Ja, also erstens hatte ich tiefe Gotteserfahrungen, Erfahrungen von innigster Verbundenheit, aber auch gleichzeitig eben ein Gewahrwerden dieser Lebenskraft, die unfassbar groß ist. Und das alltägliche Leben im Dschungel ist natürlich etwas ganz anderes als in der Stadt oder auch auf dem Land in Deutschland. Das voller Leben ist, das voller Lebewesen ist, auch in 3D. Und wo eine ganz andere Wachheit und Achtsamkeit nötig ist, aber sich auch ganz natürlich entwickelt. Du hast es dann auch genutzt, andere Menschen dies näher zu bringen, auch eine Zeit lang, ein paar Jahre. Und du bist aber dann wieder zurück nach Deutschland, eigentlich nur um wieder zu packen, um wieder, sag ich mal, wegzugehen. Und es gibt eine ganz interessante Phase, und dann schauen wir uns auch deinen Film dann auch noch mal kurz an. Du hast dann einen Traum gehabt. Und genau. Und im Traum hat jemand mit dir gesprochen. Genau. Aber kein Mensch. Genau. Also, ganz kurz, meine erste Rückkehr nach Europa löste meine Seelenarbeit mit Menschen aus und ein Buch, das ich geschrieben habe und ein Prozess, mein eigener Prozess, den ich dann mit vielen, vielen hundert Menschen wiederholt habe und die ich auch dann mehr und mehr mitgenommen habe in meine Refugien. Und 2009 hatte ich dann einen Traum, in dem mir ein Pflanzenwesen erschienen ist. Und zwar war das in dem Traum das Wesen des Ingwer, der mit großem Ernst zu mir gesagt hat, er spricht für die Sonnenpflanzen, die in großer Sorge seien, da die Menschen vergessen würden, die Sonne zu verehren. Und sie würden mich auffordern, auf den alten Wegen, sie zu den Menschen zu bringen. Das war der Auftrag und der Traum endete mit zwei achtstelligen Zahlen, die ich mehrere Tage im Kopf hatte. Und diese zwei achtstelligen Zahlen, haben die dann plötzlich eine Bedeutung gehabt? Genau, durch einen Zufall, nämlich während ich über Google Maps eine Route geplant habe, habe ich gesehen, dass auf Google Maps, wenn man da einen Punkt markiert, oben zwei achtstellige Zahlen erscheinen. Und dann habe ich gedacht, ach so, und dann habe ich halt meine eingegeben. Und dann hat es mir einen Punkt gezeigt an der äußersten Nord-Nordostküste von Teneriffa, kurz vor den Klippen, mitten im Anaga-Gebirge, ein Weltnaturerbegebiet, das ich bis dahin nicht kannte. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, da hinzugehen. Aber dann bin ich eben... Wenn man die Koordinaten schon hat, gell? Habe ich halt mal nachgeschaut. Genau so. Ja, du bist dann in Berlin in den Flieger gestiegen und bist dann hingefahren. Ja. Auto gemietet, dann zum Schluss den Restenteil noch zu Fuß gegangen. Dann, was war dann? Ein altes Haus? Genau, also an dem Punkt, dass mir das GPS dann gesagt hat, das ist der Punkt mit den Koordinaten, war also mitten in der Einöde, in den Bergen, eine Ruine, also ein zerfallenes Haus. Und in dem Moment, wo ich da stand und von oben drauf runtergeschaut habe, kam aus diesem Haus ein alter Mann. Hat sich alles total unwirklich an. Weil, also der kam raus und ich wusste, dass er mich bemerkt hat. Aber er hat nicht zu mir geschaut, sondern hat zum Meer geschaut. Also hat sich mit dem Rücken zu mir gestellt. Und ich war natürlich sehr aufgeregt, aber ich war dann ja schon mal da. Also bin ich auch runtergegangen und dann haben wir
ist er auf mich zugekommen und hat gelacht und mich in Spanisch angesprochen und mich bei meinem Namen genannt und gesagt, ob wir jetzt anfangen können. Also mich auch getadelt, dass ich mir Zeit gelassen hätte und ich soll mich hinsetzen. Und dann ging er hinter das Haus und kam wieder mit 3 Pflanzen und fing dann an. Ja, das muss man erst einmal verdauen. Also nochmal, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Du sagst es so, als wenn das sonst normal wäre. Für uns glaube ich nicht, denn man sagt, du hast einen Traum von einem Naturwesen, das lässt dir 8-stellige Zahlen zurück. Du stellst fest in Google Maps, ah, okay, hier ein Punkt auf Teneriffa, da fahre ich hin. Dann triffst du ein altes Haus, abgelegen, da steht ein Mann und sagt, wo bist du so lange? Und hat dich auch noch gerügt, weil er sagt, warum hast du so lange gebraucht? Dann sagst du, nee, ich bin ja gleich in den Flieger gestiegen. Dann hat er da aufgezählt, glaube ich, was du noch alles in Berlin gemacht hast, bevor du in den Flieger eingestiegen bist. Oder? Ja, also Carlos ist ein Schalk, keine Frage. Ja. Und ja, also er hat was Provokatives und genau. Und so hat er mich dann halt getadelt. Aber er hat dabei gelacht mit seinen schwarzen Zähnen und hat mich so ein bisschen... Halt hat er da schon mal die Pflanzenwelt näher gebracht? Genau, also seine Pflanzen halt, die er kannte, genau. Bevor wir mit deiner Geschichte fortfahren, würde ich gerne unseren Lars hier begrüßen, der per Zoom hier zugeschaltet ist. Lars, du bist ja auch hier ein Mensch, der als Journalist, Fernsehjournalist über die halbe Welt geflogen ist, gereist ist, ziemlich lange und in abgelegenen Regionen auch Freude und Leid alles dokumentieren hast müssen. Und irgendwann hast du erkannt, na, vielleicht ist das doch nicht das Leben, was ich gerne führen würde. Und mittlerweile sagst du, klar, ich bin jetzt jemand, der Menschen hilft. Du willst dieses Wort Schamane gar nicht in den Mund nehmen, weil du sagst, das ist so abgelutscht. Du sagst, jemand, der Menschen hilft. Und ich habe dich kennengelernt über einen Film, den du gemacht hast, den du frei öffentlich zur Verfügung gestellt hast. Und bevor wir mit dir weiterreden, würde ich gerne diesen Film jetzt einspielen, weil der ist wichtig. Höchstes von allem. Quell allen Seins. Ewiglich in uns. Um uns und um uns herum. Mögen wir jene Wahrheit reden, die keinen Namen trägt, noch Lüge kennt. Des Reiches aller Dinge mögen sich unsere Herzen erinnern. Auf dass wir uns hingeben, dem Odem, Allvater und Allmutter. Mögen sich Leib und Geist aus dir nähren, sodass wir getragen werden entlang der Pfade hoher Schatten und tiefen Lichtes. Mögen wir frei von Schuld erfahren und vereinen.
Lass das Maß die Mitte sein. Dazu erwählten wir uns selbst. Mögen wir uns erinnern des Höchsten und des Einen. Auf das vergangen sei der Weg der Trennung und der Scham. So, Lars, das, was wir jetzt gesehen haben, war ein kurzer Trailer-Ausschnitt von deinem Film Das Geheimnis der Keros, die Prophezeiung der Keros, so muss ich es richtig sagen. Südamerika, Peru, die Keros sind die Nachfolger der Inkas. Wie kommst du dazu, rüber zu fliegen und mit denen einen Film zu drehen? Ich habe den schon gesehen, der, glaube ich, dauert knapp eine halbe Stunde. Der zeigt ja, dass die Keros hier auf der Suche sind nach einer Weisheit. Also gerade von der Evelyn, die Geschichten, die haben mich auch so ein bisschen daran erinnert. Also das ist dann, der Film ist das Resultat von dem Folgen einer Ahnung oder Bildern im Kopf oder, wenn man es jetzt ein bisschen hochtrabender sagen möchte, Visionen. Das war bei mir vor ungefähr 2,5 Jahren. Da hatte ich während eines Rituals, was überhaupt nicht darauf ausgelegt war, plötzlich eine Vision von Keros, und zwar 12 Stück, die um mich herum waren. Die sah ich. Ich hatte ein, zwei schon mal gesehen auf so Heilertreffen. Und ein paar Wochen später hatte ich dann die Möglichkeit, das ging noch weiter, es war eine längere Vision, noch mit einer Reise und mit anderen Flügen über hohe Berggipfel. Und ich habe dann einen Kero getroffen und habe den gefragt, was das bedeutet. Und er sagte, ja, ein Apu, ein Berggeist will mit dir reden, ein sehr hoher. Und dann Zufall reihte sich an Zufall. Dann gab es eine Reise, die geplant war von einer Gruppe von Schamanen bzw. schamanisch Praktizierenden auch. Da muss man ja ganz korrekt sein beim Wording. Und die flogen März des darauffolgenden Jahres, also letztes Jahr, für 3 Wochen dahin. Und dann habe ich gesagt, okay, Geld ist jetzt nicht wirklich in der Portokasse und das mache ich jetzt. Ich buche das jetzt und es wird schon irgendwie klappen. Und das klappte dann auch. Und hatte da die erste Reise, das war letztes Jahr, und habe da dann auch Dinge auch erfahren, also habe dann auch den Keros da von der Vision erzählt, die ich hatte, und ich habe mir die Coca-Blätter gelegt und haben mir dann einen Bergstieg auf 6.500 Meter nahegelegt zu einem heiligen Gletscher für die. Ich habe mich dann von der Gruppe absentiert, bin dann alleine weitergezogen mit den Keros, zwei von denen, und bin dann auf diesen Gletscher. Aber innerhalb dieser 3 Wochen Reise habe ich einmal die singen, also mehrmals singen hören, aber einmal habe ich das einfach mit dem Handy aufgenommen, wie die singen, und da ich das, wie du gesagt hast, ja auch beruflich gemacht habe. Es ist nicht so, dass ich jetzt regelmäßig Filme gemacht habe, das war wirklich Stillstand, 10 Jahre. Habe ich halt eine totale, ein paar Zwischenschnitte, ein paar nahe Sachen, das aufgenommen, einfach normal mit dem iPhone, und habe danach ein 4-Minuten-Video draus gemacht, mit ein bisschen Titel dran und das dann so zusammengeschnitten, und da waren die so glücklich drüber. Letztes Jahr im August haben die mich dann auch kurz, also meine Frau und mich hier auf der Alm in der Obersteiermark, haben die uns kurz besucht. Die waren auf so einer Deutschlandreise. Das machen die auch ab und zu, also als es noch ging oder wenn es wieder gehen wird, dass wir an verschiedenen Plätzen dann mit Leuten arbeiten, und waren dann auch hier kurz zu Besuch. Und dann haben die gesagt, kann man nicht mal was Längeres machen? Ne? Und ja, klar kann man das machen, aber da sind jetzt gerade wirklich nicht die finanziellen Mittel, dass ich da. Und haben gesagt, nee, komm, dann laden wir dich ein, zahl den Flug und du kannst bei uns leben. So, und so kam dann der Film zustande. Der war geplant als ein 10 bis 12 Minuten. Ich habe so gesagt, so also kurz die Geschichte der Keros ein bisschen und wie sie so leben, die auch verschieden leben, also von eher ja, ganz schlechten sozialen Verhältnissen in Cusco bis hin zu ihrer Bergheimat in Keros auf 5.000 Meter.
Aber ich wollte es nicht so lange machen. Und während wir dann dort waren, entwickelte sich dann etwas, was dann letztendlich dann zu diesem 40-Minuten-Film sich entwickelte. Also es ist auch das, ich habe selber, gut, wir waren selber sehr, sehr erstaunt, wie sich dann die Dinge so entfalten. Da erzählt dann der Film aber drüber. Und das ist so das erste kleine Werkchen, was ich seit, glaube ich, bin ausgestiegen beim Fernsehen ungefähr 2011. Den letzten Dreh habe ich da gemacht und das ist so das erste, die erste Dokumentation oder Reportage oder wie man auch immer das nennen will, seitdem auf dem Handy gedreht mit einer Drohne, die ganz neu war. Die habe ich da fliegen gelernt mit einigen Panikattacken über die Berge, dass er auch wieder zurückkommt. Ja, das ist die Geschichte von dem Film. Also ich bin letztendlich einem Bild im Kopf gefolgt von 12 Keros und der Film ist jetzt das derzeitige Resultat mit vielen natürlich eigenen Erfahrungen, die ich machen durfte. Die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, auch bei denen sein zu dürfen, was keinesfalls für mich normal war, weil es halt auch in keinster Weise irgendeine Art von Touristenreise war. Ja, aber diese Keros, die liegen ja sehr abgelegen. Du musst eingeladen werden, dann kannst du da als Tourist einfach hinfahren. Und die sind ja auf der Suche. Die legen die Kuckuckblätter, um die Zukunft zu sehen. Die möchten die Berge, die Erde wieder heilen. Und hier sind wir wieder beim Thema unserer heutigen Sendung, dieses Ur-Natur, Ur-Ahnen-Wissen etc. Die Keros wissen auch, es tut sich was, es gibt eine Veränderung. Und die sagen, okay, wir möchten die Erde, wir möchten diese Welt wieder heilen. Ist das richtig? Das ist richtig. Die Keros, für die ist die Welt, wie für viele andere indigene Stämme auch, ins Ungleichgewicht geraten. Das ist so von denen, also die nordamerikanischen Indianer, die haben das ähnlich ausgedrückt. Also es ist nicht mehr in der Balance. Das Leben auf dem Planeten, ausgelöst durch das Verhalten der Menschen, also wir. Und die Keros beziehen sehr viel, also für die ist das Leben, so wie ich es wahrgenommen habe und kennenlernen durfte, ein einziges Ritual. Also sie sind ständig in der Verbindung mit den Bergen, mit Pachamama, machen ihre Rituale, geben Opfergaben. Und die sind auf der Suche nach einer Kraft, wie sie sagen, und zwar die Kraft des Inka. Das sind da diese sagenumwogenen Gottkönige. Das war noch etwas, was wir eigentlich noch vertiefen wollten in dem Film. Dann wären es wahrscheinlich zwei Teile geworden, aber wir sind halt auch gelockt worden. Das war im März in Peru nach 10 Tagen Dreharbeiten. Durften halt auch dann, konnten uns dann aufs Land zurückziehen, konnten dann nicht weiterreden. Da gibt es halt auch viele Geschichten. Also die Sage ist, dass es 13 Inkas gab. Der Film soll auch in keiner Weise irgendeine wissenschaftliche Genauigkeit darstellen. Es ist so, wie sie es mir erzählt haben. Ich habe danach irgendwie mal so das weltweite Web irgendwie nachgeschaut. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Ansagen. Aber die sind auf der Suche nach der Kraft, die ihren Geschichten nach unter anderem auch diese ganzen Bauten da hinterlassen haben. Also ein paar von denen durfte ich letztes Jahr schon sehen, mit diesen unglaublichen zig Tonnen schweren Steinen, die da Millimeter drauf sind, also wie das auch in anderen Plätzen der Welt ist. Und da muss man sich schon wirklich fragen, wer hat das wie gemacht? Also der Kupfermeißel, den habe ich da nicht wirklich gesehen. Also ich habe da auch keine Erklärung für, alles andere wäre Mutmaßung. Aber die sagen, dass mit dem der letzte 13. Inka, das war alles nicht mehr so ganz klar. Der ist am Schluss nach so einer Zwangstaufe, ist er dann entrosselt worden und seitdem ist die Kraft weg. Ein Inka vorher soll denen gesagt haben, zieht euch in die Berge zurück und flüchtet euch, da kommen die Spanier nicht hin. Und seitdem leben die da, also seit ungefähr 500 Jahren, ist nicht genauso, aber irgendwie, ich glaube 1500 oder 14, ist das 1500 irgendwas, ist der letzte Inka dann entrosselt worden. Und seitdem gibt es keinen Inka mehr. Und seitdem sagen sie, haben sie ihre Kraft verloren und sind auf der Suche danach. Und es ging unter anderem auch in dem Film, dann plötzlich ging eine Suche los. Es trafen sich dann auch 13 Keros in Keros. Das ist so die Region, wird Keros genannt, auf 5000 Meter ungefähr, 5.500 Meter. Haben dann beratschlagt, was zu machen ist. Und einer der Entscheidungen, die sie dann getroffen haben, auch im Laufe der Dreharbeiten, war halt, dass die alte Männerzeit vorbei ist und jetzt die Frauenzeit angebrochen sei. Also dass die neue Schöpfung, das Wiedererstarken der alten Kraft, die sie verloren haben, mit dem letzten Inka wiederkehren kann, aber unter Anleitung, unter Führung einer weiblichen Hohepriesterin. Das werden wahrscheinlich dann mehrere sein. Und haben dann, ja, das ist dann das Ende des Filmes, die Kuckuckblätter gelegt, wer denn diese Frau ist, die in diese Kraft wiederbringt und damit auch Stabilität für die Welt. Ich weiß, dass andere das auch machen. Also das ist jetzt auch nichts Neues. In der esoterischen Praxis oder Theorie besser sehr häufig herbeigeschrien.
Aber die indigenen Völker wissen das schon. Also das ist jetzt wieder eine, diese reine Männerherrschaft, die halt auch Fürchterliches ausgelöst hat auf diesem Planeten mit einer, ja, Pervertierung von männlicher Kraft, dass das gelöscht werden muss und mit Sanftmut der Weiblichkeit wieder gefüllt wird. Und dann kann ein neues Zeitalter anbrechen. Das Verrückte war, dass ich gefragt habe, ob die aus Peru kommt. Das ist natürlich naheliegend. Und sie haben dann auf so einem heiligen Berg die Coca-Blätter gelegt und haben gesagt, nein, die kommt nicht aus Peru. Da waren die selber überrascht, sondern die kommt aus Tibet. Das ist auch eine Tibeterin. Wir haben nachgefragt, das ist ja mehr oder weniger ein Ja-Nein-Frage, und dann tasten die sich so daran. Also unter Anleitung einer in Tibet geborenen Frau wird die heilige Kraft des Inka, weil es nicht nur auf den Inka beschränkt ist, wiederkehren nach Peru. Das ist so die Prophezeiung, mit der auch der Film endet. Und ja, dann wird es irgendwann hoffentlich weitergehen. Also wir sind da in engem Kontakt mit den Keros. Die haben sich auch in dem Lockdown komplett zurückgezogen. Die hatten auch keine Arbeit mehr. Das war alles auch für die nicht so schön. Das ist ja nicht nur bei uns durchaus erschwerlich, was wir da für Maßnahmen gerade haben. Das ist ja weltweit so. Ja, also das ist so deren Vision jetzt für die neue Zeit. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber genau das ist doch, was du gesagt hast, die indigenen Völker. Dieses Urahnenwissen, die sagen, okay, es ist was aus dem Gleichgewicht geraten, das müssen wir jetzt wieder irgendwie zurückbringen, wir müssen uns wieder zurück zu der Natur. Das ist auch das, Evelyn, was ja du auch, diesen Ruf, und du bist auch diesem Ruf gefolgt, hier hat mich die Natur, sage ich mal, wenn wir dieses Naturwesen oder dieser Berggeist, ist ja nichts anderes wie eine Vertretung für diese Natur, um den Menschen zu rufen. Da gibt es welche, die hören diesen Ruf und folgen dann diesen Ruf. Und wir kommen nochmal auf die Geschichte zurück auch gleich. Aber Manfred, du hast ja auch immer wieder einen Ruf, wo du sagst, okay, ich möchte Botschaften in die Welt bringen. Und du hast ja auch, glaube ich, für dieses Thema jetzt gerade auch ein entsprechendes Stück vorbereitet, um das in die richtige Schwingung zu bringen auch. Ja, wir haben ja ein ganz aktuelles Thema, das uns alle beschäftigt oder wir damit beschäftigt werden. Lang nur zeigen uns eh schon kein Gesicht mehr. Wir distanzieren uns von allem, was passiert. Viele fürchten die neue Zeit und sie warten auf ein Change. Und ist nix da, das wird zelebriert. Das Leben, das wird so immer enger. Beschnitten wird's verfahren und verhin. So mancher, der kann immer länger und gibt auf, weil die Welt um ihn herum spinnt. Wann haben wir genug? Wann ist endlich eine Endzeit, was zum Tun? Weil viel zu lang haben wir pennt, hab den Mut. Nimmer zum Tor, was man dir anschafft, sei das Neue, sei der Wandel, sei ein Mensch. Tor, kümmer's eh schon lang nimmer. Einfach tun, was wir so gespüren. Für manchen, da wird's immer schlimmer. Und herauf, wann kümmer uns wieder rühren? Wann haben wir genug? Wann hat's einfach ein End? Was zum Tun? Bei viel zu lang haben wir pennt, komm, hab den Mut. Nimmer zum Tor, was man dir anschafft, sei das Neue, sei der Wandel, sei ein Mensch. Oh, sei das Neue, sei der Wandel. Mensch.
Es schaut aus, als hätt's ganz früh noch nicht begriffen, dass uns wird das Leben langsam gestohlen. Der eine hat den anderen schon verpfiffen voll Angst. Ja, wann werden wir's uns wiederholen? Wann haben wir genug? Wann hat es jetzt eine Endzeit was zum Tun? Viel zu lang haben wir schon pennt, komm, hab den Mut. Nimmer zum Tor, wo's mir der anschafft, sei der Wandel, sei das Neue, sei ein Mensch. Oh, sei der Wandel, oh, sei das Neue, sei ein Mensch. Oh, sei der Wandel, sei das Neue, sei ein Mensch. Danke, Manfred. Sei der Wandel, sei ein Mensch. Langsam haben wir genug. Da sind natürlich Strophen drin, die viel Wahrheit haben. Evelyn, bevor ich zu dir mit deiner Geschichte komme, wie es weitergeht, wie es ausgeht, möchte aber gerne mit Benedikt nochmal sprechen. Du bist ja hier als auch jemand, der einen Ruf bekommen hat. Der Ruf ist aber eher ungewöhnlicher Art, denn du machst eigentlich ein Investment, Nature Invest. Du bist jemand, der gesagt hat, okay, so wie wir mit dieser Natur, so wie wir mit der Erde umgehen und mit den Tieren und mit den Pflanzen, sagst du, ich bin der Botschafter, hast du geschrieben, für grüne Investitionen. Wie kommt denn, ein Investor, jemand, der anderen Leuten auch Geld anlegt und so weiter, dazu, so einen Gedanken aufzunehmen, auch da das durchzudrücken? Denn in der Regel stehen ja für diese Dinge, für die Hedgefonds und für diese Manager und wie auch immer, wie jemand, der Geld anlegt, natürlich im meisten Vordergrund die Rendite. Und wie das gemacht wird, ist eher nachrangig, oder? Also es ist interessant, die Begriffe, was du gerade gesagt hast, weil vor einer Woche hat ein guter Freund zu mir gesagt, er sieht jetzt mich oder unser Team so wie so eine Art Hedgefonds-Manager, nur im Guten. Und sagt, danke dafür. Danke dafür, ja. Und ich finde es total beeindruckend, auch die Gäste, die du heute hier da hast, weil da gibt es ganz viele Parallelen von uns, also total interessant. Weil ich das jetzt auch gerade mit den Prophezeiungen hier gesehen habe, also total super. Also der Film, die Prophezeiungen von Celestine zum Beispiel, hat mich jetzt sehr daran erinnert. Also danke dafür, wirklich ganz toll. Bevor wir dazu kommen, wer und warum kommen die Menschen zu mir, ist, denke ich, so erklärt. Das ist ja so ähnlich, wenn man sagt, Fülle trifft auf Fülle. Oder wenn ich mich mit was wie, ich sage jetzt einmal sowas, beschäftige, wie jetzt zum Beispiel den Regenwäldern oder mit den Tieren, dann kommen ja auf einmal Menschen in mein Leben, die sich in der Regel dann auch damit beschäftigen. Und bei mir war es so, ich war damals im Alter von 5 Jahren, bin neben 2 Bauernhöfen aufgewachsen. Und irgendwann hat mir die Frage gestellt, warum die Kühe so laut schreien. Und das kam erst nach so ein paar Jahren mir, ja klar, nach ihren Kälbern, also nach ihren Kindern. Und ich habe dann angefangen, mich dann vegetarisch zu ernähren, dann vegan. Und habe mir einfach so die Frage gestellt, wie gehen jetzt eigentlich wir Menschen mit Tieren um? Und gehen wir Menschen auch miteinander um? Und dann kam ich interessanterweise zu Mercedes-Benz, Deutsche Bank, jeweils ein halbes Jahr über das damalige Fachabitur. Habe dann ein Studium gemacht und während diesen ganzen Zeiten habe ich einfach viel erlebt, was gut war. Und einiges einfach auch erlebt, wo ich gesehen habe, so wie wir Menschen hier miteinander umgehen und einfach auch vor allem mit den Tieren, so das funktioniert für mich nicht. Also das möchte ich nicht mit unterstützen. Und mich hat es dann... Ich mache das jetzt, seit ich 16 bin jetzt dann 35, habe mich selbstständig gemacht von 18 auf 19, eine Firma gegründet, also das ist doch schon sehr, sehr lange. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder festgestellt, das war wie so eine Zerreißprobe. Also auf der einen Seite die, wie du sagst, ich möchte hier höchstmöglichen Ertrag. Auf der anderen Seite die Menschen, die sehr spirituell, sehr esoterisch und sehr bei sich sind, die sich sagen, am besten alles herschenken, also das ganze Geld herschenken und ich in der Mitte. Und dachte mir, wie machen wir das jetzt? Wie bringen wir diese Welten zusammen? Ja.
Und ich habe dann erst ganz, ganz früher, das war noch im Immobilienbereich, Solarbereich gearbeitet, bis dann so 2015 auf 2016 es soweit war, wo ich sagte, okay, jetzt möchte ich wirklich rein mich auf die Naturprojekte spezialisieren. Und das mache ich jetzt eben in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in Paraguay, wo ich jetzt Projekte kennengelernt habe oder auch Menschen kennengelernt, wo sowas möglich ist, also wo wir ähnliche Menschenwerte haben. Wo auch die Nachhaltigkeit natürlich eine Rolle spielt. Wenn man nicht sagt, ich habe nur die Ausbeutung, sage ich jetzt mal in dem Sinne, und die Rendite, sondern ich gebe aus, was den Kreislauf geht, was zurück. Mhm. Das sind ja nicht interessanten Projekte dann auch, oder? Mhm. Ja. Die muss man erst einmal finden. Da muss man auch Zeit und Geld investieren, um solche Projekte zu finden. Die sind, glaube ich, gar nicht so üppig bestückt auf dieser Welt, oder? Also es wird immer mehr. Der Knackpunkt ist darin, auch wieder, welche Werte hat wirklich ich jetzt mit mir angefangen, die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und diejenigen, also die Projekte sozusagen machen und natürlich die Menschen, also sprich Förderer und Investoren. Und ich habe viel zu lange, um ganz ehrlich zu sein, immer gedacht, man muss jetzt jemanden überzeugen, begeistern, das ist es gar nicht, sondern erstmal mir selber die Frage stellen, welche Werte habe denn ich? Also was ist mir denn jetzt wirklich wichtig und was ganz spannend war. Also, hey? Was dir wirklich wichtig ist, ist mein erstes Buch, Wertebasiertes Management, mein zweites. Ah, okay. Sehr gut. Okay, super, passt ja perfekt. Neue Sendung dann, oder? Neue Sendung. Ja, und vieles, was hier gesprochen worden ist, das sind wirklich viele Parallelen, weil es geht ja wirklich darum, was möchte ich erstmal für mich selber, dass ich nicht immer im Außen bin, dass ich mir sage, jetzt muss der und die das und das erfüllen, das sage ich, was möchte ich denn jetzt selber haben? Und dann können ja erst Menschen in mein Leben kommen, die dann ähnlich sind wie ich. Und genauso war es dann, wo wir die Projekte gemacht haben. Mach mal ein Beispiel. Ich wollte immer was, wo ich sage, Mensch, reines Tierschutzreservat zum Beispiel. Wie lässt sich damit Geld verdienen? Also in der Regel ist es sehr, sehr schwer. Und ich sag mal, auch ich, wie ich jetzt hier heute sitze, bin voll auf meinem Weg. Wir sind im totalen, aus meiner Sicht, im Wandel. Also wir sind in einem Übergangssystem. Ja. Ja. Und daher ist es so, dass ich gesagt habe, okay, die Erhaltung von Biotopen ist super. Bloß damit braucht man wirklich einen Menschen, der sein Geld schenkt. Also er wird dann keinen Ertrag, also den ROI, Return of Investment, bekommen. Das muss ihm einfach klar sein. Und das Schöne ist, die Menschen gibt es da draußen. Es gibt die Millionäre und Milliardäre da draußen, die dazu bereit sind. Bloß ist die Art und Weise, wie wir mit den Menschen sprechen, also kommunizieren, das Entscheidende. Dass mir eben nicht sagt, so wie ich das teils rüber gemacht habe, schenk am besten fast alles und behalt noch 10-20%, sondern dass man sagt, fang mit etwas an. Also fang mal etwas an, ein Biotop zum Beispiel zu erhalten. Und jetzt kommt's, so wie ich die Menschen dann abhole, ist, der sagt, ja, du kannst ja auch gerne Naturwald aufforsten mit mir oder mit uns gemeinsam. Du kannst auch gerne Waldbewirtschaftung machen, so ähnlich wie das hier mit Kiefern, Buchen, Fichten gemacht wird. Das kann man eben bei mir oder mit uns gemeinsam auch machen. Oder eben auch, wie wir es vorhin gehört haben, in der Nähe von Peru, Paraguay ist es eben ähnlich, wie wir das dort machen. Und so bringen wir sozusagen diese Welten zusammen, dass jemand sagt, okay, ich kann hier einmal tatsächlich einen Tierschutz, einen Naturschutz fördern und gleichzeitig gutes Geld verdienen. Was heißt jetzt gutes Geld verdienen? Das bedeutet, dass sozusagen wirklich für die Menschen, die Tiere und für Mutter Natur es wirklich gut ist. Also mit dem ersten Schritt beginnen und nicht gleich alles auf einmal fordern. Man muss einen Schritt nach dem anderen machen. Genau. Und ich glaube, du hast ja gesagt, ich gebe dir auch recht, also man spürt diesen Wandel. Überall, also man ist zwar nicht so richtig greifbar, wo geht's denn los, aber es geht ja immer bei einem selber los, immer bei der eigenen Einstellung. Ja. Aber jetzt komme ich nochmal zu der Evelyn zurück, bevor wir hier die Geschichte nochmal ausbauen. Mhm. Du bist also wieder zurück in Deutschland und wolltest aber wieder weg. Du hast was gepackt für eine Reise, aber du musstest dir noch irgendwas anschauen, oder? Genau, ja, genau. bevor du weg bist. Bei Aditi, genau. Ja. Ja, also unangefordert habe ich ein Exposé bekommen von einem Anwesen, muss man schon sagen, in Oberfranken. Da bin ich in den Kindergarten gegangen, da ist meine Mutter geboren auch. Und ich habe mir das spaßeshalber, Neugierde angeschaut. Und in dem Moment, wo ich die Auffahrt durch den Eschenwald hochgefahren bin, gab es wieder so einen Blitz. Und allerdings diesmal in einem Ausmaß, also
dieser Berg fühlt sich für mich an wie mein erweiterter Körper einerseits und andererseits wie eine Kathedrale. Und also obwohl das an dem ersten Tag völlig unwahrscheinlich erschien, auch wegen der Dimensionen und Finanzen und so weiter, hat sich alles gefügt. Ja? Bevor wir die Geschichte jetzt ausbauen, schauen wir uns kurz, da habe ich dich ja besucht, dann haben wir einen kleinen Ausschnitt hier gedreht, damit wir wissen, von wo wir jetzt sprechen. Ja. Und das ist ja ganz wichtig, weil da kommen wir zum Schluss auch dem, was jetzt da entstanden ist, aus diesem ganzen Ruf. Nicht? Das ist ja, wo ist das Ergebnis daraus? Ja. Das sehen wir dann gleich. Ja. Vielleicht kann die Regie kurz den Einspieler von der Evelyn bringen. Also wir sind auf Aditi und Aditi ist ein Wort, das mir ständig im Kopf rumging, nachdem ich den Berg zum ersten Mal gesehen habe und zurück nach Berlin gefahren bin und schon wusste, dass das der Platz ist, an dem das geschieht, was jetzt hier geschieht. Und ich kannte aber das Wort Aditi nicht und habe dann daheim nachgeschaut, was das bedeutet. Und Aditi ist der Name der vedischen Urgöttin, also die Gefährtin von Brahma, dem Schöpfergott in den Veden. Und der besondere Gag an der Geschichte ist, dass ich 30 Jahre lang Yoga gemacht habe und jeden Morgen den Sonnengruß und jeden Morgen die 12 Söhne von der Aditi gerufen habe, aber nichts von Aditi wusste. So, und dieses Wort, das mir im Kopf klang, nachdem ich den Berg getroffen, gesehen habe, ist eben der Name dieses Berges offenbar. Und deswegen nenne ich den Berg Aditi. Einfach, ihr werdet diese Struktur, diese fünfteilige Struktur überall auf Aditi wiederfinden. Das liegt an meinem Übersetzungssystem. Also wenn ich mit den Pflanzen bin, dann brauche ich keine Struktur und kein System. Aber in dem Moment, wo es darum geht, Pflanzen und Menschen in Resonanz zu bringen miteinander, bediene ich mich halt eben des Systems der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin. Und die arbeitet mit fünf Grundenergien. Erde, Metall, Feuer, Wasser und Holz. Und hier habt ihr die Nord-Süd-Achse, die findet ihr in den Medizinrädern, die ich euch später zeige, auch nochmal. Und die Pflanzen, die im Prinzip in dieser Nord-Süd-Achse schwingen und sich auch in der Permakultur wechselseitig fördern. Hier ist der Osten und hier ist eben der zweigeteilte Westen. Wir gehen jetzt ins Herz von Aditi, also zum Geistbaum, zu dem Platz, an dem sozusagen die Energie dieses Raumes entspringt. Und das hier ist eben der Geistbaum. Und hier verorte ich den Ursprung, also unterirdisch, der Energie, die hier wirkt und die Energie, die hier eine Art Kuppel erzeugt. Und euch das Gefühl gibt, in einem eigenen Raum zu sein. Ja? Und hier zeige ich eben, also die Damen und Herren vom Landwirtschaftsamt konnten sich nicht vorstellen, dass Landwirtschaft mit nur 3 Hektar und ohne Maschinen möglich ist. Aber ich zeige eben hier, dass wir von Hand, ohne Maschinen, ohne Strom, 2 Tonnen Heilkräuter produzieren und auch weiterverarbeiten können. Das hier war 2018 eine Wiese. Und das ist jetzt Permakultur in einer Art und Weise, wie man eben dann auch wirtschaften kann. Also nicht als Hobby, sondern tatsächlich so, dass wir produzieren können. Ihr habt im Mutterpflanzenbeet bereits die Richtungen und die Pflanzengemeinschaften gesehen. Und hier seht ihr eben, dass wir in kleinen Flecken auf kaum bearbeitetem Boden, stark gemulchtem Boden, innerhalb von 2 Jahren einen wunderschönen Kräutergarten schaffen konnten.
So, Evelyn. Wow. Da haben die auf dem Amt geschaut, da sagst du, okay, 2 Tonnen Material nur mit der Hand, den eigenen Händen hier, sagen wir, gegraben, gepflanzt, gemacht. Und jetzt kommen wir auf das, was du mitgebracht hast, auf deine Produkte, weil du mir jetzt gesagt hast, du machst ja nicht nur, sagen wir mal, dieses Extrakt, sondern die ganze Pflanze als ganzheitliche Seele wird praktisch hier, sage ich jetzt mal, extrahiert. Und man zum Schluss auch noch den Kessel gesehen, wo die Destillation läuft und so weiter, wie da geerntet wird zum Schluss. Und für was ist das genau? Naja, also wenn ich daran erinnern darf, mein Auftrag ist auf den alten Wegen, die Kraft der Pflanzen dazu zu nutzen, die Menschen an die Verehrung der Sonne zu erinnern. Und wir sprechen sehr viel davon, dass die Menschen Grund für Ungleichgewichte in unserer Welt sind. Ich mache mir ehrlich gesagt um die Wesen, die mit uns sind, nicht wirklich Sorgen, sondern ich frage mich, ob die Menschheit weiter teilnehmen möchte. Ich glaube, das ist die Frage, um die es geht. Wir müssen keine Erdheilung machen. Wir müssen uns heilen. Und wir müssen eine Möglichkeit finden, uns einzuweben in diese Lebenskraft. Und die Pflanzen sind die einzigen verkörperten Wesen auf der Erde, die ausschließlich aus Licht ihren Körper aufbauen, also den Vorgang der Manifestation aus dem reinen Licht beherrschen und Informationen tragen. Und es gibt in unserem Kulturkreis ganz traditionelle Heilpflanzen. Und in der Alchemie, aus der Alchemie, die ihren Anfang bei den Ägyptern nimmt und über Babylon geht und über die Griechen, bis sie zu uns nach Europa kommt, gibt es auch eindeutige Zuordnungen zu bestimmten planetarischen Energien und Frequenzen. Und die Sonne steht für uns, für das Licht, für die Lebenskraft. Und diese Pflanzen, die ich da im Besonderen anbaue, sind alles im Wesentlichen Sonnensignaturen. Und wir legen auf Aditi großen Wert darauf, dass sie eben mit keinerlei Maschinen oder starken menschlichen Gedankenströmen oder Mineralöl in Verbindung kommen. Das heißt, wir haben unversehrte Pflanzen. Wir arbeiten grundsätzlich mit der ganzen Pflanze, also nicht nur mit bestimmten Teilen. Und mit mehrjährigen Pflanzen. Also wir ernten keine Wurzeln, solange die Pflanze lebt. Auf Aditi wird grundsätzlich nicht getötet. So. Und über den alchemistischen Vorgang der Destillation, der Wasserdampfdestillation, gewinnen wir, die Alchemisten nennen das den flüchtigen Sulfur, oder man kann auch von der Seele sprechen, die Seele der Pflanze. Also die Seele der unversehrten Pflanze mit der Information, mit der spezifischen Information der verschiedenen Sonnensignaturen, die uralt in unserer Kultur vorhanden sind. Und meine Aufgabe ist im Prinzip damit so fast erfüllt. Also hier sind Sonnenhut, Ringelblume, Isop, eine biblische Pflanze, also eine Pflanze, die mehrfach in der Bibel genannt wird und die viele schon gar nicht mehr kennen, aber die wirklich wie eine Antenne nach oben ist und die jetzt eine ganze Reihe von Hausärzten schon als Antidepressiva weitergeben. Aber wie gesagt, das sind Lebensmittel. Das sind keine Arzneimittel, keine Pharmaindustrie, keine klinischen Tests. Einfach nur ein paar hundert Jahre Tradition. Ein Lebensmittel. Genau, so habe ich das gelöst bis jetzt.
Und man sieht, dass sie deine Pflanzengeister hier ganz gut unterstützt haben und dass man aus etwas, was jeder sagt, das ist ja völlig nutzlos, was du hier magst, plötzlich einen Nutzen bringst und mit der Natur, sage ich mal, verbindest, dass du hier als Botschafter auch unterwegs bist. Lars, jetzt komme ich noch mal kurz zu dir, denn du magst ja auch, du bist ja in der Oststeiermark, hast du ja einen kleinen abgelegenen Bauernhof, glaube ich, du wohnst ja sozusagen im Paradies. Ne? Mhm. Und in diesem Paradies kommen auch Menschen zu dir und du magst auch Naturrituale und so weiter. Was machst du denn mit diesen Menschen, um diese Natur wieder näher zu bringen, sich selber zu finden? Letzteres. Also das ist in der Obersteiermark, um korrekt zu sein, im Ennstal, in einem Naturpark. Da haben meine Frau und ich eine ehemalige Sennerei gepachtet aus dem 18. Jahrhundert. Und das ist alles auch sehr, das ist mein jungen Traum ist. Also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und wir haben hier, ja, wir heizen mit dem Holz aus dem Wald. Wir sind autark vom Strom, ist alles über Photovoltaik, haben eine eigene Quelle. So, und da kommen jetzt Leute hin. Derzeit dürfen sie nicht kommen. Was machen wir letztendlich? Also neben den rituellen Handlungen, mit Ritualen geht es vor allen Dingen, und das ist immer das Unglaubliche für meine Frau Martina und mich zu erleben, da kommen jetzt Leute hin, machen kleine Gruppen, so 8, 9, 10, 12, immer das Höchste. Die kommen hin, meistens aus irgendeinem städtischen, normalen Umfeld, mit einem normalen Beruf, Familien oder Nichtfamilie. So, und die kommen hier freitagsabends an, trinken Wasser aus der Quelle. Meistens wird dann ein Feuer gemacht oder wir sitzen dann, wenn es kälter ist, am Ofen. Das heißt, du bringst die Leute erstmal aus der, das ist mir ganz wichtig, aus der Wertigkeit. Also ich möchte immer nie wissen, was hast denn du schon gemacht oder so. Natürlich erfährt man ein bisschen was, sondern da treffen sich einfach Menschen. Eine kleine Gruppe von Menschen trifft sich hier. Und wenn man sowas macht, hat man natürlich schon ein gewisses Interesse. Manche sind auch einfach nur angezogen. Die meisten, die herkommen, sagen, ich weiß gar nicht warum. Ich habe Bilder gesehen von Marienquell und ich musste da irgendwie hin. So, und innerhalb von 48 Stunden beginnt eine Natürlichkeit innerhalb der Menschen wieder sich nicht zu entwickeln, sondern einfach, sie werden frei. Das heißt, sie sind nicht die Angestellte von, sie sind nicht das Kind von, sie sind nicht in der Hierarchie irgendwo angesiedelt, sondern sie leben in einem weitestgehend natürlichen Rhythmus. Und erinnern sich dann oftmals an ihre Kindheit, an das freie Sein, an das Menschsein. Und das allein ist schon Heilung. Also das ist so, dann nach ein paar Stunden manchmal fragen Leute, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Problem ich hatte. Und das ist so der Hauptkern der Arbeit, ist letztendlich die Leute sich wieder erinnern lassen, außerhalb der ganzen Dogmen und Hierarchien, die wir halt in unserer westlichen Zivilisationsgesellschaft haben. Und ich fand das gerade ganz toll, was die Evelyn gesagt hat, genau das. Also es ist auch unsere Erfahrung hier, die Erde braucht keine Heilung, das wäre anmaßend von uns. Da weiß ich, da renne ich öfters mal, bekomme ich da Widerspruch. Das ist anmaßend, dass wir glauben, die Erde heilen zu müssen. Die dreht sich auch ohne uns. Und es geht genau darum, können wir diesen Test bestehen und sie wieder in einen natürlichen Ablauf der Dinge einzugliedern mit. Das soll nicht, doch, ich bin schon sehr radikal in den Jahren geworden, mit einer täglichen Erinnerung. Es kann jeden Tag und jeden Moment vorbei sein. Und das vereinfacht für mich die Dinge, das bringe ich den Leuten auch da und sage, jeden Tag, jeder Atemzug, jeder Sonnenaufgang, das ist hier bei uns sehr schön. Also wir zelebrieren auch genau diese Sonne. Das ist auch etwas, wo ich hingeführt wurde. Die Sonne geht immer ein bisschen später auf hier am Berg. Wenn das Wetter gut ist, setzen wir die Leute auch immer vorne hin und nehmen dann die ersten Sonnenstrahlen auf, atmen dann, ich lasse dann immer die Ode an die Freude von Beethoven laufen, so 6 bis 8 Minuten. Also ich heule jedes Mal, wenn ich es mache. Ich habe schon dutzende Male gemacht und die Leute dann auch. Und dann kommt Erinnerung. Was ist denn eigentlich das Menschsein? Was tun wir hier? Und das für mich ist unter anderem, neben vielen anderen Sachen, da kann man stundenlang drüber reden, einer der wichtigsten Aspekte des Menschseins ist das Miteinander. Dass es eben keine Trennung gibt, dass es nur eine Illusion ist. Und da kann man sich wieder reinbewegen, und zwar relativ schnell. Allerdings, die das getan haben, die
passen dann meistens nicht mehr so ganz hinein in die normale Welt, was auch immer die normale Welt ist. Und das habe ich halt auch, jetzt kommen wir nochmal zu den Keros, bei den Keros sehr, sehr wunderbar erleben dürfen, dass für die gar nicht es darum geht, jetzt hochtrabend irgendwas zu erreichen, sondern einfach das einfache, wohlwollende, herzliche Menschsein miteinander ist für sie ein heiliges Leben, mehr nicht. Genug zu essen haben, die Kinder soweit gut, zusammen zu lachen, zusammen zu sitzen. Das ist für sie das Ziel. Und das Heilung und andere Sachen kommen dann noch dazu. Ja, Lars, da habe ich jetzt noch. Also du hast jetzt komplett mich getriggert in der Vision oder in dem, was du machst. Also ist faszinierend und toll. Und da habe ich gleich eine Frage an Benedikt. Ist jetzt deine Organisation, kann die sowas finanzieren, wenn so Visionäre sowas machen? Bist du da der Ansprechpartner? Das ist klasse, dass du das fragst, weil gerade während ich gehört habe, muss ich an unseren neuen Film denken, das ist der Regenwaldfilm. Und da kann man eben sowas mit einfließen lassen. Also wir werden jetzt dann die nächsten Wochen das planen mit Roman Padivi, der war heute auch schon da, einen neuen Regenwaldfilm, und da kann man das super einfließen lassen und auch finanzieren. Ja. Mhm. Ging das auch in Europa? Ja. Also es werden Aufnahmen, wir haben ja hier auch Urwälder, also in Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch in Rumänien stehen ja zum Beispiel auch Pyramiden, also auch ganz, ganz spannend. Mhm. Und eben auch Peru und Paraguay unter anderem. Ja, Benedikt, das ist ja natürlich eine interessante Geschichte. Da hofft man, dass man da natürlich auch von diesen Dingen noch mehr Menschen begeistern können und die erkennen, dass wir hier nicht nur mit uns verbunden sind, sondern auch mit der Natur, dass wir hier wieder mehr in diesen Einklang zurückkommen müssen, dass dieser Ruf dieser Natur auch mehr Menschen noch erreichen wird, dieses Urwissen wieder aufzunehmen. Das sind ja ganz Kleinigkeiten, oft jeder hat einen anderen Zugang. Nicht? Bei dem einen ist das Naturwissen, der andere reicht der Sonnenuntergang, der dritte reicht vielleicht irgendwo, steht beim Wasserfall und plötzlich kommt irgendwo ein anderer Strom. Bei dir war es eben, der sagt, okay, der Schrei der Kühe, die hat gesagt, das kann ja nicht normal sein, dass die Tiere so leiden müssen. Und ja, aber wir könnten, wie gesagt, noch stundenlang weitersprechen, aber leider sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen und ich bedanke mich wirklich sehr herzlich bei euch, dass ihr zu dieser Sendung beigetragen habt, um ein bisschen wieder mehr, ein größeres Bild zu bekommen, was jetzt gerade läuft und wie die Veränderung gehen könnte, wie die Zukunft vielleicht ausschauen könnte mit uns als Menschsein und Zivilisation und Gesellschaft. Und ich bedanke mich auch sehr herzlich bei den Zusehern. Das war Wurzelheimat. Und ich freue mich auch, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten, wenn wir diesen Talk ins Unbekannte angehen. Danke euch. Danke dir. Danke dir. Ich geh in Gedanken auf der Straße entlang. Frag mich, warum sind so viele Menschen heute krank? Kann einer mehr, ihr seid so gesund, wie es ist gehört. Kann das sein, dass keiner in sich eine hört? Alles, was uns reizt, ist heute auch